Hallo Leute, ja, wir sind hier in Simotrans und ja, ist gerade dunkel. Wir müssen gleich noch Tag-Nacht-Wechsel mal einstellen, aber jetzt seht ihr mal gerade, wie das hier aussieht. Wird jetzt auch gerade heller und ja, wir müssen weiter gucken. Ich habe, wie gesagt, einen neuen Rechner aufgesetzt und da muss man natürlich noch schauen, ob alles passt und so. Und ja, da ist es mit dem Tag-Nacht-Wechsel zum Beispiel gewesen, dass das noch nicht so klappt. Ja, dann würde ich sagen, ich schaue mal, dass wir da weiterkommen. So, dann gehen wir mal in die Einstellungen rein. Wo sind sie denn? Speichern, Wähler, installierte Packs. Sound, Anzeige. Mal hier Ansicht. Tag-Nacht-Wechsel, da ist er. Und aus ist er, das heißt, jetzt läuft's. Gut, ich höre aber irgendwie keine Geräusche von den Zügen hier. Das muss man mal gucken, ob das noch da wieder reinkommt. Das ist vielleicht aus. Klänge aus. Klanglautstärke. Ja, da kann man ein bisschen runterziehen, wenn. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich höre trotzdem noch nichts. Irgendwas passt noch nicht. Ja, das mit den Einstellungen, das ist so eine Sache, ne? Multimusik ausschalten. Ja, das ist auch gut so. Verkehrslärm, das ist alles. Reichweite ist 10. Klanglautstärke. Ich höre aber nichts. Klänge aus? Nein, Klänge an. Jetzt haben wir hier gerade keinen Zug. Da unten ist er. Ja, ich höre ihn aber nicht. Das ist komisch. Musik geht. Aber die Züge gehen noch nicht. Rufzählen. Verkehrslärm. Tja, das ist jetzt komisch. Okay, werde ich mich andermal drum kümmern, aber nicht jetzt. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir was machen. Vielleicht pfeift er ja auch irgendwann, wenn er da ankommt oder sowas. 22 Passagiere sind hier geladen und wir haben hier die Abdeckung, die ist gut. Haben wir letztes Mal auch alle durchgeguckt, glaube. Also da kann eigentlich nichts sein. Jetzt bin ich gespannt, ob der vielleicht hier nur pfeift, wenn er im Bahnhof ankommt. Nee, tut er auch nicht. Oder wenn er losfährt? Nein, es gibt keinen Klang gerade. Okay, dann muss ich mich noch darum kümmern, dass das geht. Kriegen wir bestimmt auch hin. Gut, ja. Schauen wir mal, was macht hier unsere Fähre. Das interessiert mich noch ein bisschen. 16 von 16, der ist voll geladen. Stehen hier noch welche? Oh, da stehen sogar noch viele. Bayreuth. Szene, Bünde, 16, Ettlingen, ja, die wollen alle darüber und er fährt bestimmt leer zurück, oder? Nee, er hat tatsächlich auch 16 dran. Wie sieht es dann hier aus? Oh, da stehen 93. Achim, Bad Zwischenahn. Oh, das ist ja richtig gut hier am Laufen gerade. Ja, okay. Das ist ja auch passend. Häuschen sind hier alle abgedeckt. Wie sieht es denn in Bayreuth aus? Wie viel sind denn da? Das ist knapp daneben, ne? Hier ist der Bahnhof. Da stehen auch 38 Leute, ja. Gut, ja, müssen wir schauen, wie es weitergeht, ne? Wie sieht es mit den Zügen aus? So, da sind 41 drin und in dem, der ist ja gerade da gewesen, der hat sogar volle Ladung. Am Bahnhof stehen noch reichlich. Aber nach Ettlingen nur 4 und das war's schon, ne? Bünde ist nicht bei. Das heißt, der müsste jetzt hier gleich ein paar weniger haben. Ja, nur 6. Okay, aber das lassen wir mal so. Das wird schon werden. Wir haben ja die Schiffsanbindung von hier hoch nach, wie hieß der Ort? Schwandorf. Jetzt bin ich tatsächlich echt am Überlegen, dass wir nicht nur Schwandorf und Wilnsdorf bedienen, sondern vielleicht auch hier Ettlingen noch. Dass wir hier vielleicht noch einen Hafen machen und dann fahren die da rüber. Das
könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht auch nicht verkehrt ist, oder? Sollen wir das mal machen? Das machen wir mal. Wir ziehen erstmal die Straße länger. Weil da brauchen wir jetzt noch einen Bahnhof. Ah, warte mal. Doch, da geht der Hafen hin, ne? Ja, dann können wir das mit dem Bahnhof so machen. Wir machen dann dort eine Bushaltestelle hin. Die jetzt zwar nicht so sinnig da ist, aber soll jetzt so sein. Und Anlegestelle machen wir hier hin. So, dann haben wir einen Anleger. Und dann kann das hier zu. Und dann brauchen wir hier eine neue Linie für Schiffe. Neue Linie. Und das ist jetzt Hettlingen. Wie hieß der andere Ort? Wilnsdorf? Ja, Wilnsdorf hieß der. Also, dann machen wir mal Motorschiff, Ettlingen, Wilnsdorf. Passt. Ettlingen, Wilnsdorf. Und das bedeutet, er fährt hier hin. Natürlich nicht da, sondern knapp davor. Und dann nochmal hier dahin. Vielleicht steigen die dann später auch mal um, weiß ich nicht. Wilnsdorf, passt. Und dann ist das fertig. Jetzt sag nicht, dass es hier diese Linie, die nicht umbenannt ist. Linie 33 Fahrplan. Ja, hat er wieder nicht gemacht. Gut, dann nochmal. Motorschiff. Wilnsdorf. Ettlingen, Wilnsdorf. Enter. Da oben steht es jetzt. Jetzt hat es geklappt. Schließen. 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 Und jetzt runter zum Depot. Schiffsdepot. Schiffswerft. Schiffsdepot. Da ist Post. Da ist Passagiere. Und ist jetzt da, kriegt den Fahrplan. Ettlingen Wilnsdorf. Passt. Wir kopieren das und starten das. Stellen den noch an der Seite, weil den will ich später dann noch machen. Da ist das Schiff, das dann nach hinten rausfährt. Gut, das passt erstmal. Wir stehen hier an der Burg, interessiert mich gerade noch. 22 Passagiere, das ist schön. Und jetzt ist noch die Frage, wie machen wir weiter? Hier steht niemand, kommen welche? Ja, er entlädt gerade, das passt. 8 Passagiere, okay. Auf der anderen Seite, wie sieht es da aus? Hier stehen 15 Passagiere. Die wollen aber weg. Und hat er geladen? Nö, er hat gar nicht geladen, gut. Ist aber nicht schlimm, kriegen wir auch hin. So, was macht unsere Marge eigentlich? Monat, Marge und die war hier mal plus, ne? Also hier ist 4,10 und da komme ich nie dran, ne? Der ist aber knapp über 0, meine ich, ne? Warte mal, hier ist 4,65 minus. Ach, da ist 7 plus, 7,6 und das ist 4,10 plus. Okay, dann passt es ja. Also die Marge wird, das passt, können wir so lassen. Brauchen wir keine Angst haben, Geld sollte jetzt wieder mehr werden. Während wir tatsächlich hier mit 53.000 im Minus sind. Aber wir haben gerade was gebaut, ne? Noch ein Schiff gekauft und so, ist schon passend. So. Der ist jetzt weggefahren. Lass mal gerade gucken, das ist da. Ja, nee, da machen wir mal gerade noch schneller. Damit das hier ein bisschen weiter weg ist, weil ich will die nicht sofort hintereinander fahren lassen. Das muss jetzt mal gerade so sein. So, und dann starten wir das zweite Schiff auch noch. Gut, passt. Okay, dann haben wir das erstmal geklärt.
Wir stehen dann hier an der Kirche, stimmt keiner, genau so ist es. Es lohnt sich nicht, da mit der Kutsche hinzufahren eigentlich, aber naja, wir machen das. Ja, das ist der Auftrag des ÖPNV, ne? Man muss alle abfrühstücken, auch wenn keiner da ist. Und das ist voll, ne? Kann das sein, dass wir hier nur einen Zug drauf haben und der ist voll? Warte, das sehen wir ja, wenn wir hier an der Linie mal gerade reingucken, ne? Fahrzeugliste. Ne, sind zwei drauf. Der eine ist gerade nicht voll. Können wir gerade auch mal aufrufen. Wo fährt der rum? Der fährt da unten rum. Okay, das heißt hier Gütersloh steht einer, jener, zwei, drei. Achso, der fährt tatsächlich hier gerade hin. Das heißt, der holt die erst noch alle ab. Lass nochmal schneller laufen. So, jetzt stehen nur Bayreuth, Bünde, Bünde, Ettling, Willig und der hat 32. Okay, das geht. Können wir mit leben mit den 32. Unser zweites Schiff fährt da. Das weiß ich nicht. Das erste. Müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Die Straße hier ist auch neu, oder? Die ist jetzt asphaltiert. Das macht das Spiel auch alleine, ne? Oh, hier müssen wir ausbauen. Da ist ein Häuschen in Gütersloh neben dem Einzugsbereich. So, das heißt, das ist unser Standard Bahnhof. Das heißt, wir bauen hier eine Straße dahin. Und dann kommt hier der Bahnhof hin. Das ist schon mal gut. Und dann brauchen wir hier einen Stadtbus. Einmal hier hoch, da ist das Depot. Auch hier wieder wechseln. Kann man das ein bisschen größer ziehen, dann sehen wir, wer da ist. LKW, das schnellere Pferdchen hier. Mit dem schnelleren Kütschchen. Dann basteln wir einen Fahrplan. Fahrplan zur Linie soll das werden. Und zwar fährt er von da nach da. Mehr macht er nicht. Und das ist hier der Stadtbus Gütersloh. Schuss, passt. Schließen. Schließen und starten. Noch kein Fahrplan vorhanden. Ja, den müssen wir dann hier nochmal hinzufügen. Warum hat das nicht registriert? Jetzt hat er den falschen. Stadtbus Gütersloh. Und jetzt starten. Okay, das klappt. Oh, hier stehen 147 Leute. Jetzt kommen noch ein paar dazu, aber nehmen wieder welche mit. Das werden dann noch tatsächlich weniger. Willig, Ettlingen, Bünde. Oh, da sind wir hier stehen geblieben. Wilnsdorf, Burg. Gehen alle nach da drüben irgendwie. Lippstadt nach oben, Friedrichsdorf nach oben. Die gehen alle nach oben. Dazwischen an ist auch noch da, okay. Oh, warte mal, da kommt noch einer. Ah, der fährt jetzt durch. Ah, der hat jetzt da. Keine Ahnung, wo der herkommt. Falscher Halt vielleicht. Sollten wir vielleicht mal gerade reingucken, ne? Ja, ich hätte jetzt gerne die Linie gehabt. Ah, der Fahrplan ist ein bisschen falsch, oder? Zwei Brücken Burg. Das würde ich sagen, fügen wir eben noch den Stopp hier hinzu. Und ja, dann ist der unten. Dann können wir den jetzt hier eigentlich rauslöschen. Dann passt das schon. Müsste eigentlich so funktionieren, ne? Gut. Das ist okay. Hier geht auch, stehen da schon welche? Ja, zwei Passagiere warten, sehr gut. Das wächst also auch, das ist schon mal prima. So, da die Städte wachsen, müssen wir jetzt auch ein bisschen gucken, ne? Wenn Gütersloh jetzt schon ein Örtchen daneben hatte, also ein Häuschen daneben hatte, dann ist das vielleicht jetzt gerade schneller am Wachsen alles hier, kann das sein? Ja, guck, da ist in Neubrandenburg das gleiche Problem.
Aber ich würde sagen, dieses machen wir in der nächsten Folge wieder. Bushaltestellen vielleicht hinzufügen müssen wir machen. Und ja, dann müssen wir mit dem Geld gucken. Aber hier tatsächlich sind wir im Plus gelandet. 38.000, das ist ja gut. Wir hatten eben 50.000 Miese, jetzt haben wir wieder Plus. Alles ist im grünen Bereich. Da müssen wir nur nächstes Mal schauen, dass wir noch ein bisschen ausbauen. Hier zum Beispiel, ne? Dass die da angeschlossen werden, damit die Städte noch weiter wachsen werden. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.